10 Spielen. In der Tune-Tabelle ist Düsseldorf auf Platz 3. Es war ein eher schwieriger Beginn. Kaum Chancen in der Partie, in der Anfangsphase. Dann ein Fehler von Mohr und Hennings probiert's mal. Die Distanz war weit und so ganz viel hat er gar nicht mal gefehlt. So schleppte es sich hin, dieses Spiel, bis zur 20. Minute. Zimmermann mit Jakub Piotrowski, der probiert's einfach mal. Und da kommt Müller nicht mehr ran. 39. Zweitligaspiel für Piotrowski, sein allererstes Zweitligator. Die Düsseldorfer durchaus spielbestimmend, aber wenn es in die Nähe des gegnerischen Tores ging, dann spielten sie eben wieder zurück, ohne es tatsächlich mal zu probieren. Das war hier der erste ernstzunehmende Abschluss und schon ging der Ball auch rein. Ein bisschen mehr davon nach einer guten halben Stunde. Wieder Piotrowski spielt den Ball raus, dann Peterson, der zieht mal ab. Müller ist unsicher und Klaus mit seinem Saisontor Nummer 1. Die Heidenheimer verschieben ein bisschen zu langsam nach einem Einwurf. Dann der Abschluss, der eigentlich ungefährlich ist, wenn man die Qualität von Kevin Müller kennt. Denn den hält er normalerweise, ohne drüber nachzudenken. So lässt er ihn wieder los. Und so ist der Ball im Tor. Der erste Halbzeitrückstand in dieser Saison in einem Heimspiel für Heidenheim. Und da reagierte Bernhard Raab mit 4 Wechseln. Und die zündeten praktisch sofort. 63 Sekunden nach wieder Anpfiff. Maurice Malone mit der Flanke. Rein ins Glück. Klar sieht da Florian Kastenmeier nicht gut aus, aber der rechnet damit, dass irgendjemand, zum Beispiel Kühlwetter, noch an diesen Ball rankommt, der als Flanke gedacht war. Aber Kühlwetter kommt nicht hin und so findet der Ball trotzdem den Weg bis durch zum Netz. Aber die Hoffnung der Heidenheimer währte ziemlich genau 9 Minuten. Dann Ecke Prieb und Christoph Klara per Kopf und schon steht's wieder 2 Tore Unterschied, 1:3. Drittes Saisontor für Christoph Klara, der Innenverteidiger. Bei der Ecke vorgerückt im Ringkampf, setzt er sich durch, kommt da in die gute Kopfballposition und macht dann wirklich das Maximum daraus. Heidenheim hatte zwar noch so seine Möglichkeiten, aber dass sie hier Düsseldorf ernsthaft den Sieg gefährden, daran glaubte hier kaum mehr einer. Und so war es dann auch. Teuerkauf auf Kleindienst war noch die beste Gelegenheit. Der trifft aber nur Aluminium. Und so blieb es dann tatsächlich beim 1:3. Für die Fortuna, das bedeutet, es ist ein